Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Revelation. Hier ist euer Don. Was ist los? Kann mich nicht bewegen. Nein! Hallo? Meine liebe Gaming-Freundin, das war das Intro zu Desmond. Und zwar, er ist im Animus gefangen, respektive er hatte einen Kollaps. Und durch dass er im Animus sitzt, kann er momentan noch am Leben erhalten werden. Ignoriere mich doch einfach. 16? Oh, du kennst nicht mal meinen Namen? Oh Gott, verdammt, ich bin noch im Animus? Du hast ganz schön was mitgemacht. Rebecca, hol mich raus hier. Die können nichts tun, Desmond. Du bist ein gebrochener Mann. Dein Verstand ist gebrochen. Gebrochen? Mir geht's gut. Dachte ich auch. Und sieh mich jetzt an. Reden wir, Kumpel. Komm mit mir. Wo sind wir hier? Ist hübsch, oder? Wir sind tief im Animus. In der alten Testroutine. Keine Erinnerung, nur einfache Physik. Wettersimulationen. Hallo Welt! Ein Glück, dass jemand die Idee hatte, dich hier reinzustecken. Das hat dich gerettet. Wovor gerettet? Eigentlich müsstest du sabbernd in der Geschlossenen sitzen und den Kopf gegen die Wand hauen. Im Moment hält dich der Animus zusammen. Und deine Vorfahren davon ab, dich endgültig ins Chaos zu stürzen. Aber wenn du keinen Sync-Knoten findest, werden all diese Persönlichkeiten kollabieren. Das wird nicht schön. Ein Sync-Knoten? Dazu komme ich noch. Moment. Da. Dieses Ding ist dein Ausgang. Du willst mich verarschen. Das Problem ist, dein Hirn ist Brei. Zu viele Personen und Stimmen für einen Kopf. Also, was kannst du tun? Du kriechst zurück in die gespeicherten Daten, suchst unvollendete Erinnerungen und dann knackst du sie auf. Beende, was du angefangen hast, bis dein Vorfahr dir nichts mehr zu zeigen hat. Das ist ein Sync-Knoten. Wenn du ihn findest, kann der Animus Desmond von Ezio und Altair isolieren und dich nach Hause schicken. In deinen Körper. Woher weißt du das alles? Weil es mir auch passiert ist. Nur mein Körper ist schon Wurmfutter. Ich stecke hier fest. Ein Wort der Warnung. Wenn du da durchgehst, verändert sich alles. Nichts ist mehr normal. Noch hast du die Kontrolle. Es liegt an dir, einen Ausweg zu finden. Gut. Wenn du schnell bist, schaffst du es vielleicht noch zu Lucys Beerdigung. Was? Oh. Ich dachte, du weißt es. Lucy. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Es war diese Stimme. Juno. Sie kontrollierte mich. Sie zwang mich. Was mache ich hier? Was habe ich getan? So, prinzipiell
Es ist Sean. Sean, was ist los? Lass mich mit ihm reden. Hast du... Moment, ich leg dich auf Lautsprecher. Sean, William hier. Ist alles erledigt worden? Ah, euch auch einen guten Tag. Um Himmels Willen, Leute, zeigt etwas Anstand. Ja gut, beruhig dich. Oh, na super. Ja, Lucy ist tot und ich soll tun, als wäre Ostersonntag, was? Wie geht's Desmond eigentlich? Schläft er noch? Genug, Sean. Und wenn er ein Templer ist, Bill? Hä? Wenn er programmiert wurde? Das ist schon mal passiert. Nein, nicht Desmond. Klar, wenn du das sagst. Sean... Okay, nun sind diese Plappermaler vorbei. So, hier gibt es 5 Eingänge. Die werden in Sequenz aufgeschaltet und zwar man muss hier für Animus-Datafragmente freischalten. Und hier werden wir dann etwas von Desmonds Geschichte erfahren über seine Jugend und wie es so weit gekommen ist, dass er ein Assassine ist. Ob ich diese 5 durchspielen werde, weiß ich nicht. Ich werde das kurzfristig dann noch entscheiden. Wichtig ist mir eigentlich das Spiel per se. Aber diese Nebenmissionen sind nicht so mein Ding. Ich finde sie ziemlich abstrakt und sie passen mir irgendwie nicht so richtig. Sie haben irgendwie nicht so das Flair, wie ich mir das so vorstelle. So, das war es momentan für die Einführung mit gewissen Grundinformationen zum Spiel. Wir beenden das hier und dann starten wir gleich mit dem Spiel durch. Wenn euch die Videos gefallen und ihr weitere Folgen sehen möchtet, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare hierzu. Gibt es ein Spiel, das ihr hier sehen möchtet, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ciao, tschüss, euer Dom.